zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch ein weiterer Drache von den McFarlane's Dragons zur Serie 8. Wir haben hier Tora vom Berserker Clan. Ich habe hier die Gold Label Ausgabe. Es gibt auch hierzu einen Text, den werde ich euch mal ganz grob deutsch übersetzt vorlesen. Kurz vorweg, Tora, der Name Tora bedeutet so viel wie Lehre, Studium oder Unterweisung. Ja, was der Name jetzt mit diesem Drachen zu tun hat, wie auch immer. Es scheint, dass sich unsere Befürchtungen bewahrheitet haben. Dies war keine Lügengeschichte, die Seeleute erzählen, um ihr Unglück zu erklären. Nein, dieses Ding hat eine ganze Flotte zerfetzt. Ohne die Zerstörung, die an Land gespült wurde, hätte man das niemals geglaubt. Schnittspuren an den Schiffsrümpfen, die sie praktisch zersplittern ließen. Riesige, speergroße Stacheln, die in den Planken stecken. Die Überlebenden erzählen unfassbare Geschichten. Solch eine Mischung aus grauenerregenden Geschehnissen kann unmöglich von irgendeiner uns bekannten Kreatur stammen. Wer hat schon einmal von einem riesigen, geflügelten Monster gehört, das Schiffe angreift? Und das scheint Realität und nicht aus irgendeinem Fantasy-Roman zu stammen. Ja, das ganz grob, der Text zu dieser Figur, die in der üblichen Fensterbox kommt, hat eine Höhe von 30,5, eine Breite von 23, eine Tiefe von 15 Zentimetern, ist somit genauso groß wie der Vorgänger. Die erste Figur der Serie 8, der Eternal Clan Drache, den wir uns schon in einem Video angeschaut haben. Hier also, wie schon gesagt, Tora als Gold Label Edition. Es gibt ihn auch noch in einer anderen Farbe, und zwar anstatt diesem beige-orange gibt es ihn noch in grün. Die Bemalung, darf ich euch sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen, haut mich nicht weg. Auch das hier macht mich jetzt nicht glücklicher, aber der hier war jetzt verfügbar und darum wollte ich den auch gerne haben. Preislich sind die Drachen auch gleich geblieben. Ja, ihr zahlt hier um die 40 Euro plus. Dafür kriegt ihr auch ziemlich viel Drachen. Mehr Drache größer als die Drachen von Papo, die jetzt gerade erschienen sind, der See- und der Luftdrache. Aber haben diese Drachen hier auch mehr Details? Nein. Das haben sie tatsächlich nicht. Finde ich immer ein bisschen schade, denn gerade wenn man so große Skulpturen macht, hat man natürlich auch Platz für Details. Ja, und hier wurde meiner Meinung nach ein schöner Drache geformt, aber halt auch nur das Nötigste. Und die Bemalung, ja, haut mich nicht weg. Ja, wie viele Farbvarianten zu diesem Drachen noch erscheinen, ich kann es euch nicht sagen. Zum Berserker-Clan gab es ja unterschiedliche Farbausführungen, die aber jetzt auch nicht aufwendiger waren. Es waren ganz einfach andere Farben. Ne? Den Grün habe ich bisher auch nur auf Produktbildern gesehen. Also das, muss ich sagen, finde ich diese Version tatsächlich dann noch erträglicher. Denn beim Grün sieht es aus, als ob die Farben ins Material reinfließen. Aber wie schon gesagt, ich kenne nur das Produktbild. Bei dieser Variante schien mir das ein bisschen besser gelöst. Ob es tatsächlich so ist, das werden wir in diesem Video sehen. Wir werden uns auch die ganzen Details hier betrachten. Wenn man den Drachen in der Box sieht, sieht es aus, als wäre er so geformt, dass man ihn gerade noch so in dieses Format hier reinquetschen kann. Ja, also gerade für Inbox-Sammler ist es jetzt nicht unbedingt eine schöne Präsentation, um es mal so zu sagen. Ihr seht halt oben den Stutzen, das Loch, wo der Flügel reingesteckt wird, und die beiden Flügel, ja, haben sie halt in den Hintergrund noch mit reingeklemmt. Also schön sieht anders aus, wie das aussieht, wenn wir die Flügel dran haben aus der Box. Ja, das steht immer auf dem anderen Blatt. Wir schauen es uns an. Ich wünsche euch, ich wünsche mir ganz viel Spaß mit diesem Unboxing. Ja, wie immer, kurzer Blick auf die Box. Hier oben links in der Ecke seht ihr McFarlane Gold Label Collection. Das heißt, ihr habt ja immer eine Variante, wie man sehen kann. Ist empfohlen ab 14 plus, richtet sich also als Sammler, ist kein Spielzeug, ist eine Sammlerfigur. Hier oben McFarlane's Dragons mit dem Drachenschwanz hier oben. Man kann hier auch noch ein bisschen reinschauen, damit einfach mehr Licht reinfällt, seitlich. Genauso auf dieser Seite Tora Berserker Clan. So sieht es von dieser Seite aus. Hier unten natürlich auch ganz groß McFarlane's Dragons Serie 8, Tora Berserker Clan. Und auf dieser Seite findet ihr die Geschichte in drei Sprachen. Deutsch ist hier nicht mit dabei. Auf der Rückseite finden wir auch nochmal Empfehlung ab 14 plus. Das Logo
und die Abbildung vom Drachen. Ja, wie schon gesagt, die beige-orangefarbene Variante hat hier so ein schwarzes Muster auf dem Kopf, was sich über den Rücken bis zum Schwanz hinzieht. Ihr seht, er steht hier auf einer Ruine, eine Burg, die er anscheinend zerstört hat, mit sehr vielen Skelettteilen, die nicht extra bemalt wurden. Das hat man sich bei Enchantica abgeschaut. Ich sag nur Snarlgard, die erste Ausgabe. Hat ein bisschen was Künstlerisches, bildet gleichzeitig seine Base. Ja, was ich von der Burg halte, ja, das werden wir ebenfalls im Video besprechen. Da ist es sehr dynamische Pose. Der Drachen steht hier mit allen Beinen drauf und brüllt, hat die Flügel hoch erhoben. Naja, wenn du mal 40 Jahre Drachen gesammelt hast, dann gibt es für dich eigentlich keine neue Pose mehr. Auch das ist ein Ding, was man schon zigtausendmal gesehen hat. Aber was will man denn auch immer machen, ne? Es ist, das steht außer Frage, eine schöne, eine tolle Skulptur. Auf jeden Fall eine würdige Fortsetzung für die McFarlane's Dragons Reihe. Ich hoffe aber bei diesem Ding nicht, dass sie wieder anfangen, nur die Hälfte zu skulpturieren, wie man schon aus älteren Serien kennt. Ja, wo quasi nur noch Details nach vorne gezeigt werden. Hinten haben wir einfach nur, ja, eine flache Stelle. Das fände ich sehr, sehr, sehr schade, wenn das hier mit diesen Drachen wieder so weitergeführt würde. Okay, ja, dann werde ich das hier ganz schnell auspacken. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Kleber dran. Die schneide ich mal kurz durch und hole das mal alles raus. So, wie ich gesehen habe, ist, glaube ich, auch der Blister, der Innenblister, hier schon wieder gesprungen. Ja, es wird immer dünner, das Zeug, weil das Gewicht es einfach zerquetscht. Ne? Kann man sehen? Hier voll der Splitter. Ich sage ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Traum für Inbox-Sammler, wie McFarlane das hier präsentiert hat. So, ich kann den ganzen Innenblister hier einfach herausziehen. Im Hintergrund sehen wir nur, ja, so eine Art Nebel. Sonst nichts weiter, ist auch kein Kärtchen mit dabei oder sowas. Und hier haben wir den Drachen. Die Burg ist natürlich komplett hohl gegossen, das ist klar. Mit einzelnen Gummibändern hier befestigt, das werde ich hier alles mal lösen. Und hier sieht man auch nochmal den gesplitterten Blister. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Also ist schon alles hauchdünn gemacht. Ich warne jeden, der vorhat, diese Verpackungen stapeln zu wollen, ne? Wie bei Funko Pop Boxen, wo dir der ganze Scheiß dann irgendwann zusammenbricht. Also nicht stapeln. Das hält überhaupt gar nichts aus, ne? So, Thora ist aus der Verpackung raus. Wir haben hier einen Plastik-Gummi-Mix. Dabei ist die Burg aus Plastik, ein extrem dünnes Plastik. Erinnert mich an die uralten Elastolin-Burgen, ja, die Ritterburgen, die es damals gab, heute noch gibt. Und das Material ist extrem dünn, ist auch nicht Einguss, also Pressguss, sondern wurde auch zusammen montiert. Darauf sitzt der Gummidrache und auch die Flügel sind aus Gummi. Die Befestigung in der Box ist sowohl Gummi als auch Plastik, was die Bänder angeht. Ja, es ist, wenn man noch nicht so viele Drachen zu Hause hat, ein sehr beeindruckendes Modell. Die Bemalung, ja, die bringt einen dann doch wieder relativ schnell auf den Boden der Tatsachen. Denn das haut mich nicht wirklich weg. Man findet hier die Grundfarbe beige, darüber orange, schwarz und ein Wash hat es auch noch bekommen. Das Maul, die Zunge haben sie in einem giftigen Purpurrot bemalt, was mir wirklich gut gefällt. Und hier sehe ich auch schon super schönes Detail, ne? Also dass der Kopf von dem Drachen ziemlich breit mit dicken Hörnern hinten. Oh, hier wurde noch ein bisschen dunkelbraun drüber gebürstet. Ja, auch sehr gut. Und über dieses Grau der Base ist man noch mit einem Lightwash drüber gegangen, also einem ganz hellen Grau, damit der Stein noch ein bisschen besser rauskommt, ne? Ihr seht die Burg einfach gemacht. Hier ist zum Beispiel auch schon wieder offen, warum hat man die Wand nicht rübergezogen? Ja, und es ist halt alles flach und das meinte ich. Hoffentlich verfällt McFarlane nicht wieder in diesen Modus, dass nur die Hälfte skulpturiert wurde. Das fände ich immer sehr, sehr, sehr traurig. Das hat mit künstlerisch dann nichts mehr zu tun, ne? Auch hier unten. Das ist nicht schön. Tut mir leid, haut mich nicht weg. Was ich gut finde, ist, dass sie den Drachen hier schon drauf gesteckt haben. Ihr wisst, beim Berserker-Clan hat das Bein nicht richtig gepasst, ja? Zumindest bei meinem Modell, was ich hier gezeigt habe. Hier haben wir das Problem nicht. Damit ihr mal seht, wie dünn dieses Plastik ist. Ich habe hier meine kleine Taschenlampe, die ist relativ schwach, aber wenn ich hier, ne, ihr seht, wenn ich leuchte, seht ihr halt die Lampe. So dünn ist das ganze Material. Das ist, naja, ne? Das ist halt, tja.
Okay, gut. Wisst ihr was? Ich beginne hier mal mit den Flügeln. Die Flügel sind auch nicht wirklich sehr groß. Eine Frage, ob die Flügel den Drachen überhaupt tragen können, ja? In Real Life gesehen, die Form an für sich gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und ja, beginnen wir hier doch mal mit dem Flugarm. Hier wird das Ganze aufgesteckt. Und ihr seht, wir haben hier als Grundfarbe dieses Beige. Und es wurde ganz grob dieses Orange noch auf die Flügel, beziehungsweise auf die Flügelhaut gesprüht. Und das auf beiden Seiten. Das war's dann aber auch schon. Ja, ja, dann hat man die Krallen hier noch schwarz bemalt und Flecken hat sie auch noch gegeben. Ja, und das war's dann mit der Kunst. Das ist dann auch schon alles. Die Skulptur an für sich ist klasse. Ich sag's nochmal. Da kannst du nichts sagen. Aber ein paar mehr Details wären doch schon noch drin gewesen, wenn er mich fragt. Gerade wenn man so eine große Fläche hat. Und da muss ich sagen, braucht sich Papo mit den neuen Drachen in keinster Art und Weise verstecken. Null. Aber ihr kriegt hier bei McFarlane halt mehr Drache für, ja, in etwa das gleiche Geld. Okay? So, also komm, hier, Flugarm. Schön kräftig skulpturiert. Man sieht die Muskeln, man sieht auch den Wash dazwischen. Ja, was die Tiefen einfach noch ein bisschen tiefer macht. Hier sehen wir zwei nach oben stehenden Krallen. Die haben sie nicht extra bemalt. Die Flügelhaut wurde schön ledrig skulpturiert. Die Falten sind klasse. Hier auch noch ein Dorn, der hier rausschaut und mit einem glänzenden Schwarz bemalt wurde. Die Flughaut wirkt wunderbar ledern. Das ist schon echt bombig gemacht. Hier stehen ebenfalls nochmal Krallen raus. Also ich kann es nur immer wieder sagen, Props an die Künstler, die hinter den Figuren stehen. Das ist eine Hammerarbeit, ne? Hier sieht man schön die Finger, die Flügelrippen, die hier abstehen. Und auch die wirklich echt wirkende Haut, die schön natürlich skulpturiert wurde. Auch was die Spannung hier teilweise angeht, ne? Hier und da sind die Details weg. Ist es vom Druck, von der Pressung bzw. vom Guss? Wurde es nicht sauber gegossen oder ist es hier tatsächlich flacher gearbeitet? Das kann man so nicht sagen. Ja, achtet immer auf die Krallen, sind schön spitz. Wie schon gesagt, das ganze Ding ist aus Gummi. Kann euch also eigentlich nichts abbrechen, wenn ihr einigermaßen vorsichtig damit umgeht. Ihr seht die schönen Details. Ich kann nicht alles zu 100% beschreiben, sonst sitzen wir hier noch in 5 Stunden. Ja, nicht ganz so schön sind halt die schwarzen Farbflecken, die man hier und da finden kann. Der Flugarm von innen auch schön skulpturiert, nicht ganz so aufwendig und kräftig wie außen. Das ist kein Thema. Innen haben sie es ein bisschen einfacher gemacht, aber trotzdem sehr, sehr, sehr schön skulpturiert. Achtet auf die Details, die können sich hier wirklich sehen lassen. Ist großartig skulpturiert, auf jeden Fall. Eine super Arbeit. Ja, das sind halt die McFarlane's Dragons. Ist immer noch eine Referenz bis heute. Das kannst du anders nicht sagen. So, gleich mal der Blick. Ja, die Flügel wurden also unterschiedlich skulpturiert, nicht einfach nur gespiegelt. Ihr seht's, der Flügel hier hat eine leicht andere Form als der rechte. Ansonsten der Aufbau hier natürlich genauso. Hier der Flugarm, die Muskeln zu sehen, die Kralle, die hier rausschaut, dahinter ein schwarzer Fleck, nicht ganz so schön. Auch hier die Details großartig gemacht, die Stacheln, die hier abstehen, alles wirklich erwähnenswert und toll gemacht. Ich sag ja, der ganze Aufbau, die Natürlichkeit der Falten, das ist der Wahnsinn. Also ich bewundere die Menschen, die sowas als Skulptur umsetzen können. Es ist der Hammer. Größten Respekt für so eine fantastische Arbeit. Also der Flügel oder die beiden Flügel machen schon unfassbar Spaß, die hier anzuschauen, weil sie toll gearbeitet wurden. Sehr, sehr, sehr schön. Hätten meiner Meinung nach noch gerne ein bisschen eine detailliertere Bemalung verdient. Das steht hier außer Frage. Aber sieht auf jeden Fall jetzt schon mal besser aus wie die grüne Variante. Da haben sie es einfach so hier auf den Flugarm und die Flügel Finger, Knochen gesprüht und es sah aus, als ob es so ausfließt. Ganz übel. Ob es in echt auch so ist, ich kann es euch nicht sagen. Aber ihr seht schon, die Flügel sind wirklich Weltklasse. Super, super schön. So, dann kommen wir hier zu unserem Drachen Thora. Und da weißt du halt echt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil es halt, ja, viele Details sind.
positiv und negativ. Denn ich sagte ja, die Figur ist hier schon aufgesteckt und ihr seht hier zum Beispiel am Bein, hier seht ihr dieses beigefarbene Plastik, was sie hier halt reingesteckt haben. Ne? Und das siehst du ganz einfach. Wenn du den Drachen entsprechend aufstellst, fällt es dir nicht auf. Aber wenn du ein bisschen näher hinschaust, hier siehst du es halt ganz einfach. Ne? Das wurde hier unten reingesteckt. Ja, also eigentlich hätte man das auch noch grau bemalen müssen, wie die Mauern, aber ja. Dann wäre die Figur halt noch teurer geworden, ne? Davon mal abgesehen. Gut, also der Kopf, ihr seht, das Auge haben sie hier ganz einfach gold bemalt mit einer schmalen schwarzen Pupille, das ist okay. Um die Augen wäre ich vielleicht auch noch mit einer Farbe drum rumgegangen, dann hätte es noch etwas gieriger, gefährlicher gewirkt. Die Zähne sind hier großartig, ihr seht, die haben sie auch mit einer beige Farbe bemalt, im Prinzip die gleiche Farbe wie der Hautton. Ich finde es gut, wenn Zähne nicht weiß sind, aber hier hätte ich vielleicht doch eine Nuance heller gemacht. Nur einen ganz kleinen Ton, damit es nicht exakt gleich die Hautfarbe ist. Ja? Aber die Zähne sind klasse. Schaut euch das an. Spitz ohne Ende. Also hier aufpassen, dass euch kein Zahn ausbricht. Das ist absolut bombig. Sowas wünscht man sich bei anderen Herstellern und bei McFarlane. Kriegt er das halt ganz einfach. Da Sammelfiguren, keine Spielzeugfigur. Also das ist Weltklasse. Auch die Zunge, vor allem die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer, kann man sehen, dass hier vorne so ein dünner Hautstreifen absteht. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht es. Großartig. Und auch die Farbe, dieses Purpurrot, gefällt mir hier eigentlich recht gut. Es wirkt halt komplett giftig. Ihr seht auch, wie schön schräg die Zunge hier aus dem Maul hängt. Ist klasse skulpturiert. Ihr seht, hat auch einen Wash bekommen, das Ganze. Der Rachen schön ausgearbeitet. Hier oben sogar noch ein dunkleres Rot zu finden. Ja, also das ist doch, kannst du nichts sagen. Auch hier, seht ihr das, die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer. Vorne, der schmale Streifen steht extra runter. Man kann hier wirklich durchgucken. Ist ein Schlitz. Ja, also die Zunge gefällt mir hammermäßig gut, die Zähne, das Maul großartig gearbeitet. Man sieht sehr tiefe Nasenlöcher, das Auge sitzt ein bisschen tiefer, man sieht sogar die Augenlider oben und unten. Das schwarze Muster, was hier aufgedruckt wurde, sehr reizvoll, man sieht hier so orangefarbene Flecken durch. Durch die dunkle Farbe gehen natürlich auch ein paar Details, was die Schuppen angeht, verloren. Aber ihr seht hinten die vielen Hörner, die hier abstehen. Hier oben zwei riesengroße Haupthörner, die hier auch noch mit Braun überstrichen wurde. Schön tief gefurcht das Ganze. Und dann hier seitlich und auch hinten gehen einige kleinere Hörner noch vom Kopf her weg. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also die Details sind der Oberknaller. Wunderschöner Kopf, mal ein anderer Kopf und der unterscheidet sich halt zu 100% vom Internal Clan. Ja, hier oben auch, sieht bombig aus, überall so kleine Stacheln, die hier rausstehen. Man sieht es noch kaum wegen der Bemalung, aber es lohnt sich da wirklich mehr als zwei, drei Blicke drauf zu werfen. Es ist toll gemacht. Der Kopf ansonsten eine dreieckige Form, wie man sehen kann, mit diesen gewaltigen Hörnern, die seitlich auch noch Stacheln dran haben. Sieht man das? Ja, oder? Es ist der Hammer. Kopf wurde natürlich anmontiert, ist ganz klar. Hier unten sieht man auch Wahnsinnsdetails, schöne breiten Schuppen, die am Hals entlang laufen und seitlich wieder aufgeteilt in kleinere Schuppen, aber etwas weniger als bei Papo. Es ist tatsächlich so, ja? Für die Größe betrachtet, okay? Dann über den Rücken ganz viele Stacheln, die hier rausstehen. Ist ganz weich, aus Gummi. Es ist der Hammer. Ein richtiger Stachelpanzer, fast wie bei einem Igel. Guckt dir das an. Ganz viele nach oben stehenden, verrückten Stacheln, die richtig spitz gearbeitet wurden. Es ist der Hammer, ja? Die Schuppen seitlich ebenfalls schön unterschiedlich skulpturiert. Einige stehen ab. Andere sind wieder flach, sehen aus wie Steine. Hier wird dann später der Flügel eingesetzt, einfach draufschieben, dann hält es. Auch schön, dass man hier noch so eine Art schwarze Streifen seitlich am Hals sehen kann, wie es hier entsprechend ausläuft. Hier sieht man es auch schön deutlich, der schwarze Streifen. Sowas gefällt mir immer gut, wenn es ein bisschen wild skulpturiert wurde. Dann hier der Verlauf der Farbe, orange, beige und überall diese Stacheln, die hier abstehen. Es ist der Hammer. Kräftiger Vorderlauf, ihr seht die Muskeln und die Stacheln stehen nach vorne. Auch so schwarz lackiert, glänzt zumindest. Auch hier unterschiedliche Schuppen zu erkennen, manche flach wie Steine, die anderen wieder dachziegelartig. Ja, diese Kralle haben sie jetzt hier nicht schwarz bemalt. Hier vorne stehen auch noch winzig kleine
Stacheln ab. So sieht das Ganze aus. Hier hinten auch noch so eine Afterklaue. Und hier wieder breitere Schuppen, die hier in die Füße übergehen. Und die Krallen haben es ja hier auch mit Schwarz bemalt. Er scheint sich hier richtig in den Untergrund zu verkrallen. Also er muss eine unfassbare Macht haben, kräftig sein, ohne Ende. Hier haben sie halt einfach noch einen Wash drüber gezogen, nicht extra noch farblich abgesetzt. So, dann kommen wir zu diesem Bein auf dieser Seite. Auch das hier, schöner Übergang, was die Schuppen angeht. Die Stacheln, die hier nach vorne stehen, der orangene Druck hier vorne. In Flecken läuft es hier aus. Und auch hier sieht man die unterschiedlichsten Schuppen. Hier, die Kralle haben sie auch nicht extra bemalt. Dafür aber die Afterklaue, die hier noch raussteht. Und hier ebenfalls die gröberen Schuppen an den Zehen hier vorne zu sehen, wo er sich in den Stein hier richtig verkrallt hat, ne? Ist sehr cool. Ja, der Körper ist sehr schlank geformt. Das hier ist eine Hautfalte. Auch hier stehen lauter kleine Stacheln ab. Ich hoffe, das kommt alles so rüber. Hier sehe ich ein paar Klebefäden, die noch drauf sind. Die kann man wegmachen. Dann hier hinten das Bein, bisschen breiter gepanzert, richtig dicke Schuppen, sieht fast aus wie eine Rüstung. Ja, hier würde man das Silber bemalen, wäre es eine richtige Plattenrüstung. So, hier nicht ganz so detailliert, was die Schuppen angeht. Ja, hier verließen sie den Künstler ein bisschen. Genauso wie hier oben, das ist schon einfacher gemacht. Das findet ihr halt bei den Papo-Figuren nicht, da ist es wirklich bis in die letzte Ecke skulpturiert. Dann hier der Fuß. Also das ist auch sehr abenteuerlich, was hier skulpturiert wurde. Es geht hier relativ flach runter, wie man sehen kann. Und auch hier hat man das Gefühl, dass der Guss nicht wirklich 100% sitzt. Naja, das sind so Produktionsgeschichten. Ne? Auch hier, die Krallen halten sich hier richtig fest an dem alten Gemäuer. Die Krallen haben sie wieder schwarz bemalt. Aber ihr seht schon, was ich meine. Die Details lassen hier echt ein bisschen zu wünschen übrig. Hier hätte man die Fläche gehabt, ne, und hat es nicht 100% genutzt. Auch das hier, weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen komm, werd fertig aus, ne? Aber wie schon gesagt, ist nur meine Meinung. So, dann der Schwanz hier. Ja, ist Gummi, ist kein Draht drin. Das ist so gewollt, dass der so rumgeht. Anders hätte er auch nicht in die Verpackung reingepasst. Oh, ihr seht, wenn ich so wackel, dann kommt es aus der Halterung hier raus, ne? Seht ihr das? Es kommt aus. Also nicht zu fest hier ziehen, sonst macht ihr die Base kaputt. Also es sitzt hier einfach drin. Es ist nicht fest montiert. Nee, ist nicht wirklich fest montiert. Und ihr seht hier auch, wie dünn dieses Plastik ist. Also aufpassen. Hier sieht man auch, wo das Plastik zusammengeklipst wurde. Ja, also ist nicht ein Guss das Ganze. Naja, sage ich mal. Also, komm, hier, die Rückenstacheln. Ne? Von hier vorne bis nach hinten, das zieht sich komplett durch über den ganzen Schwanz. Hier auch schöne breite Stacheln, die noch gebürstet wurden in einem dunklen Braun. Das gefällt mir gut. Das hier, die Schwanzspitze, sieht ähnlich aus wie bei einem der Papo-Drachen, wenn er mich fragt. Ja, ich glaube, der Luftdrache war das. Ich finde schön, dass man das Orange auch noch bis hinten farblich durchgezogen hat. Darunter halt das Beige. Hier seht ihr, dass die Schuppen breiter laufen. Ich zeige es mal von dieser Seite. Ne, Unterseite immer breitere Schuppen, ist ja klar. Und hier läuft es dann in ein ganz dunkles Braun rein, was sie hier noch über die Unterseite vom Schwanz ziehen. Ne? So sieht die Spitze von unten aus. Okay, ja, ist in Ordnung. Dann hier nochmal der Schenkel hinten gezeigt. Auch das hier richtige Rüstungsplatten, die hier übereinander liegen, was die Schuppen angeht. Also eigentlich undurchdringlich. Ja, schön die abstehenden Stacheln hier zu sehen. Und ja, hier die Hinterbeine sind exakt genauso skulpturiert geformt wie die vorderen Beine. Ja, ist eigentlich auch ein bisschen langweilig, wenn er mich fragt. Ich sag ja, wenn du so lange Drachen sammelst wie ich, da hast du eigentlich alles schon gesehen. Ne? Sowohl von der Skulptur als auch von der Pose her. Aber ja, okay. Der Drache, du kannst nichts sagen, ist ein tolles Teil. Es ist super, okay? Nicht falsch verstehen, das Ding ist absolute Oberbombe. Wenn ihr Spaß habt an Drachen, ja, lasst euch dieses Modell nicht entgehen, ob jetzt in grün oder halt in diesem Farbton. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob noch eine andere Variante erscheint. Es ist schon ein klasse Teil. So, dann kommen wir hier nochmal zu der Ruine. Ja, hier muss ich sagen, hier haben sie
so ein Stück Mauer mit Ornament gemacht, was ich finde überhaupt gar nicht passt. Auch die Höhe der Fenster und die Treppen und die Skelette. Ja, also das hier ist ein Schädel, der hier in dem Mauerteil hier hängt. Und wenn man überlegt, wie groß die Menschen sind, sitzen die Fenster ja viel zu tief. Ja, du musst dich ja bücken und dann kannst du durch das Fenster hier durchkriechen. Wisst ihr, was ich meine? Also das stimmt nicht. Auch das Ornament wäre ja gigantisch groß geworden. Ja, also was die Größenverhältnisse angeht, weiß ich nicht. Hier liegen hunderte, also übertrieben gesagt, von Schädel. Hier seht ihr auch ein Skelett. Anhand von dem kann man auch sehen, wie groß die Menschen hier in etwa sind. Und die Fenster passen halt überhaupt null, gar nicht. Ja, also das kannst du vergessen. Dann liegen hier Knochen ohne Ende. Wer Spaß hat zum Repainten, kann das machen. Ich sag ja, dass man das alles grau gelassen hat, ist schon okay, hat was Künstlerisches. Hat man aber halt auch schon bei Enchantica gesehen. Ne? Das ist übrigens die Serie, mit der ich das Sammeln angefangen habe. Großartig bis heute mit oder überhaupt die beste Serie im Fantasy-Bereich, die es jemals gegeben hat. Ist nur meine Meinung. Ja, die Felsen hier, ja, auch schon wieder etwas einfacher skulpturiert. Ich meine, das Hauptaugenmerk liegt beim Drachen, damit der noch ein bisschen besser, detaillierter rauskommt als der Rest. Das ist schon klar, ne? Man sieht hier, wenn man richtig schaut, auch Waffen, Schilder und so weiter. Hier liegt zum Beispiel auch noch ein Schwert, falls man sehen kann, und das Skelett daneben. Also muss er die Burg hier schon vor einer halben Ewigkeit zerstört haben. Das hier ist so eine Aussparung, die mir überhaupt nicht gefällt. Absolut störend. Was aber nicht auffällt, wenn ihr die Figur letztendlich so irgendwo in die Vitrine stellt. Da ist es schon okay. Aber trotzdem, ich habe gerne das Wissen, dass die Skulptur rundherum detailliert ist und nicht nur das, was man sieht. Das, sorry, finde ich ein bisschen billig. Ne? Auch hier sieht man wieder ein riesengroßes Schild, sehr dickes Schild. Wenn man dann die Skelette und die Knochen drum sieht, denkt man sich, ja, welcher Riese hat dieses Schild hier getragen? Die Felsgeschichten relativ einfach skulpturiert. Dann dieses Teil wurde dran geklipst. Hier sieht man einzelne Mauersteine und Fenster, die hier teilweise auch ein bisschen schräg skulpturiert wurden. Die Mauerteile stehen etwas mehr oder weniger raus. Das ist schon nett gemacht. Diese Ecke finde ich halt ganz schlimm. Hier wurde halt gar nichts mehr großartig skulpturiert. Das, ja, das ist für mich ein klarer Punktabzug, was das Modell hier angeht. Ne? Also das haut mich nicht weg. Ja, das dazu. Tolles Modell, das steht außer Frage. Mit einigen Höhen und Tiefen. Übrigens liegen jetzt hier überall auf meinem Tisch verteilt solche Stückchen rum, okay? Obwohl ich hier nichts gerieben habe oder sonst irgendwie, aber ja, hier liegt halt Farbzeug irgendwie rum. So, dann würde ich doch sagen, stecke ich jetzt mal die Flügel hier vorsichtig an. Ich würde euch auch nicht empfehlen, hier jetzt einfach von oben drauf zu drücken, nicht, dass die Base zu sehr belastet wird und das ganze Ding irgendwie splittert. Ja, darum werde ich das jetzt mal hier hinter der Kamera kurz anstecken. Ja, und das geht auch recht gut, ist relativ einfach und dann sieht der gute Tora so aus. Ja, das hier ist die Skulptur, die ihr bekommt. Und das macht schon was her. Also es hat eine tolle Größe. Apropos Größe, komm. Messen wir doch gleich mal nach. Hier an diesem Flügel komme ich auf circa 28,5. Hier hinten die Flügelspitze, man sieht es kaum, dass es schwarz ist. Hier komme ich auf nicht ganz 28 cm. Dann haben wir hier eine, ja, Länge von Kopf bis zum Schwanz auf circa 22 cm. Eine Tiefe, wenn ich den Flügel hier, die Flügelspitze mitnehme. Warte mal, ich messe hier oben. Da komme ich hier auf circa 26 cm. So, ich werde es natürlich gleich noch in 360 Grad drehen, damit ihr auch die komplette Figur seht. Aber so sieht das Ganze dann aus, wenn es zusammengesteckt ist. Das macht schon was her. Ist sehr beeindruckend von der Skulptur her, auch von der Größe. Was die Bemalung angeht, naja, wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ich sag's euch ganz ehrlich, Kopf ist in Ordnung.
Das Farbenspiel, das Muster hier, das ist schon toll. Aber der Rest, ja, es ist halt McFarlane's Dragons. Ja, gerade in dem Bereich wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Die grüne Version, mal schauen, ob ich die kriege. Vielleicht werde ich sie mir noch anlachen. Ich habe ja gern die Geschichten komplett. Aber ja, wir haben halt, was das angeht, den Eternal-Drachen schon in so einer Rostfarbe, so weinrot-beige. Also die normale, die einfache Ausgabe. Und hier halt in der Gold-Label-Variante wieder so ein Beige mit Orange. Was man, wie ich finde, trotz allem anschauen kann, die grüne Version. Also ja, da brauchst du schon echt einen Waffenschein. Aber kann sein, es kommt in real viel besser als das hier. Also ist ein sehr, sehr schöner Drache, ist sein Geld absolut wert. Ich sag ja, ihr kriegt hier viel Drache für das gleiche Geld. Im Prinzip, was die Papo-Drachen da kosten. Aber ich sag's doch mal, Papo braucht sich nicht verstecken. Ja, also das ist schon gleichwertig. Und hier habt ihr noch feinere Details. Nicht was die Stacheln angeht, das ist hier wirklich eine absolute Wucht, ja. Aber du kannst die echt dazustellen. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Farblich oder die Wahl der Farben finde ich Papo sogar noch ein bisschen anspruchsvoller, als man es hier bei McFarlane sieht. Aber das ist natürlich komplette Geschmackssache. Letztendlich super Drache, kein Thema. Und jetzt, wo die Flügel hier angesteckt sind, ja komm, ist schon in Ordnung. Sie hätten vielleicht noch ein bisschen größer werden müssen, aber rein optisch sieht es schon richtig klasse aus. Schönes Teil, Tora vom Berserker Clan, eine tolle Erweiterung für die McFarlane's Dragons. So, ich werde ihn jetzt noch in 360 Grad drehen lassen, könnt ihr euch noch in aller Ruhe anschauen. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.